Dann so, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Sky Factory 2. Und ich glaube, jetzt sind einige verwirrt, weil ich gerade gesagt habe, dann so, hallo, anstatt so, an alle wie immer. Ich muss noch einen Weltrekord. Kev ist wieder dabei, der schon am Werkeln. Wir haben letzten Folge Hallöchen. Ordentlich geschafft. Die gab es dann bei ihm, da haben wir einen Cobblestone Generator hingekriegt. Der war ein bisschen flapsig hier hinten, ein bisschen gefährlich. Ein bisschen arg gefährlich. Und jetzt haben wir versucht, hier vorne ein bisschen etwas Festeres zu bauen. Und zwar etwas Soll ich dir was Cooles sagen? Ja, wir haben ganz, ganz viel Zeug schon. Nicht nur das, sondern du kannst ja direkt mit dem Hammer diesen Cobblestone abbauen und kriegst nur Gravel. Ja, und dann kann ich das alles sieben und wir kriegen direkt Erze. Ja. Ach, du kannst. Ah, stimmt! Alter! Mit dem Hammer, wir müssen doch nicht mal den Cobblestone abbauen. Ja, ich hab 17 Gravel. Und du kannst hier mit auf diesen Sieve rechts klicken, dann geht's nämlich doppelt so schnell. Halt mal rechtsklick gedrückt, dann sehen wir gleich die Erze rauspurzeln. Das Coole ist, es geht dann nämlich wirklich doppelt so schnell. Ich wollte mir gerade auch noch einen Hammer craften. Anstelle aber okay. Ich hab dir schon einen gemacht, by the way. Ich hab dir auch ein Schwert schon gemacht. Hier. Oh, hau das her. So, aber, den haben wir. Okay, das ist er. Ja, ich sehe es. Ich habe noch mehr, aber ich wollte nur kurz den Duster machen, damit wir gleich noch einen Eimer haben, weil einen Eimer haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja zweimal Lava gesetzt insgesamt. Und oh, das sieht gut aus, mein Lieber. Oh, nicht Zeug bekommen. Ja, und ich glaube, das allererste, was wir bauen, ist ein autonomes Activator, wenn wir können, oder? Weil dann tun wir Hammer rein und der macht uns automatisch Gravel. Genau. Und dann machen wir uns einen zweiten autonomes Activator für das und Sieb. Platzieren den auf das Sieb und der macht automatisch Sieves. Oh ja, und dann gehst du einfach hin und sammelst nur die Erze ein. Genau. Die sagst du, wird das noch einigermaßen gut klappen mit Autonomous Activator, dass die gedroppten Items gut eingesammelt werden, ist jetzt ja die Frage. Ne? Das ist jetzt blöd. Da müsste man, by the way, ab und zu mal vorbeilaufen. Aber ja. Das kriegen wir hin. Vielleicht einen Wasserfluss drumherum und dann Hopper oder so. Ja, für Hopper brauchst du wieder Eisen. Aber sollten wir vielleicht kriegen, dadurch, dass wir jetzt hier aber Eisen... Am Anfang. Oh, ich hab Diamanten! Ich hab's gesehen. Ja, ich wollte gerade auch klicken hier. Alter! Direkt einen Dia. Der geilste Tag meines Lebens. Ist so. Wo hast du überhaupt so viel Gravel? Ich hab noch 12 Cobblestones. Holy crap. Alter, wir brauchen jetzt nur noch Gold. Haben wir schon Gold? Wir haben 5 broken Aluminium. Wir haben 4 broken. Wir brauchen immer 4 Stück. Tin, ich tu die mal zusammen. Okay, nice. Ich zeig auch noch mal ganz kurz, wie das hier gemeint ist mit dem Ding. Einfach die Dings hier abbauen und dann ploppt Gravel raus. Und wenn du 4 Brokens zusammentust, ich habe jetzt 4 Erze von uns. 4. Ja. Ist das geil. Willst du vielleicht versuchen, auf der anderen Seite nochmal den Cobblestone Generator zu erweitern, dass das für beide geht? Ich bin dabei. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt gerade daran gedacht, ich wollte uns nur kurz, dafür habe ich schon einen Eimer gemacht. Jo. Weil wir brauchen ja Clay. Deswegen, ich habe den jetzt schon gemacht, zack, zack. Und wir haben ehrlich gesagt so viel Clay, dass ich uns wieder 2 Eimer mache. Sicher ist sicher. So ein Eimer, der geht uns nicht verloren. Wir haben jetzt schon ein Aluminium-Nugget, der allererste, mein Lieber. Allererster Aluminium-Nugget. Und da können wir jetzt wieder jede Menge Zeug mit draus machen, Mod-Inhalte und ähnliches, weil das die reinen Erze sind. Ja, das wird richtig gut. Und vor allem, womit ich jetzt anfange, denn im Achievement-Book, da steht ja, dass wir mit Dings da anfangen sollen, mit Tinker's Construct. Genau, und deswegen würde ich einfach sagen, baue ich ein paar Sachen, das ist ja ganz easy. Man soll diese Patterns bauen. Die Sealed Bricks von der Tinker's Construct-Schmiede werden alle aus Clay gemacht, ne? Also wir brauchen da extrem viel Wasser. Den Eimer hast du jetzt gemacht, oder? Das heißt, unendliche Quelle haben wir. Dann können wir. Was ist es? Musst du einfach wieder in die Barrel reinschmeißen. Den Dust kriegen wir so oder so auch. Nehmen wir den Gravel weiter zu hämmern und dann können wir eigentlich massig Zeug besorgen, oder? So ist es. Ich würde auch sogar sagen, ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Werkbänke hinmachen soll, aber ich tue die einfach mal hier. Wir haben ein Stencil Table, eine Tool Station und noch mehr. Da kannst du dir mal angucken. Und ich baue uns mal eine Stencil-Kiste oder ich stelle uns mal da so eine Kiste hin. Ich habe hier nochmal einen halben Stack Gravel, den hau ich gerade mal durch. Ich habe einen Dia-Erz, oder? Nee, Platinum ist das. Guck mal, wir haben hier eine Pattern-Chest, wir haben hier, das sind die Grundsachen. Und zwar könnten wir jetzt schon uns sogar Tools machen. Und das ist wirklich super chillig. Wir tun einfach so ein, ich weiß ja nicht, kennst du dich mit Tinker's Construct aus? Ja, ich habe schon sämtlichen Projekten. Das ist ja der Klassiker, ne? Ja, aus, was war das? Hexed Reloaded, aus Galaxy, aus keine Ahnung was allem. Hat man eigentlich immer gehabt, oder? Ja, haben wir immer gehabt. Wie die Stencils funktionieren, den Schablonen, alles möglich. Oh, Lapis. Ja, deswegen, ich mache jetzt einmal hier ein paar Schablonen, und zwar im Stencil Table. Das Schöne ist an diesem Mod, man kann sich die auswählen. Das heißt, es gibt einmal, ich würde sagen, ich meine, wir werden uns die aus Cobblestone machen, aber einfach der Einfachheit halber mache ich einfach mal eine Schaufel. Das heißt, wir brauchen einmal diesen Rod, zack, und einmal diesen Schaufelkopf. Und wenn wir das dann haben, damit wir es wirklich sagen können, hey, wir haben es abgeschlossen. Ja.
So, ein Emerald habe ich, ein Lapis und jede Menge andere Erze noch. Und das Ding Emerald. Ist, jetzt nehmen wir einfach nur Clay. Und wenn ich im Part-Builder einfach nur diese Schablone reintue und das Material, womit wir arbeiten wollen, dann es funktioniert nicht. Hä? Gut. Material Cost 1? Flint? Das sagt, es geht, Flint. Es geht nicht. Ach, jetzt hat's geklappt, okay. Das heißt, jetzt habe ich hier so einen Flint-Kopf gemacht. Kann das ja für deine Zuschauer mal zeigen. Hier, siehst du? Moment, ja, Flint-Kopf. Und Flint-Kopf da unten. Jo. Und aus, wenn ich die jetzt im Part-Builder, also in der Toolstation, zusammentue, dann tue ich einfach nur den Stick rein, ich tue den Kopf rein und habe eine... Und das ist eigentlich das Schöne. Deswegen würde ich erst sagen, hey, wir machen uns doch Tinker's Construct-Sachen. Weil diese Teile haben ja EP und die verbessern sich ja nach Zeiten. Die können wir immer wieder reparieren. EP? Ja, die haben, guck mal, da siehst du Shift vor EP-Level. Und je häufiger du die benutzt, desto mehr Erfahrung kriegst du damit. Und dann wird es schneller, kriegt Modifikationen drauf, wie Glück und sowas. Ach, das ist aber eine neue Version von Tinker's Construct, ne? Das war cool, oder? Ja, ich kenne die, glaube ich, nur von der 1.6.4. Das ist das Problem, deswegen habe ich mich gewundert. What? Experience? Ja, dann mache ich jetzt einfach alle unsere Sachen so. Das heißt, ich tue auch alle Sachen in den Stencil-Table, die wir halt jetzt noch nicht brauchen. Oh, und eine Sache, die wir auch noch machen können. Oben jetzt auf der Monsterfarm die Wassereimer setzen und, ne? Damit die schon mal läuft. Stimmt. Stimmt. Hast du zufällig Stone? Stein? Normalen Stein? Ich hab, nur Gravel. Oder hast du Holz? Ne, wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich fahr mir das kurz. So, zack, weil der braucht für das eine Ding Holz. Oh, ich weiß nicht, was für ein Holz. So, Alter, wir kommen hier gerade richtig gut voran. Ja, ich farm da ein bisschen hier die Steine ab wegen Gravel und Erzen und so. Ein Emerald habe ich rausgerichtet, und den können wir auch eventuell was Cooles noch machen. Ich muss mal gucken, wie das geht. Jetzt habe ich's. So, und jetzt habe ich eine Spitzhacke, ihr Lieben. Es regnet. Es regnet? Ja, regnet wieder. Es wird Nacht. Ja, gut. Oh, wir können ja gleich schlafen. Ja, jetzt brauchen wir es aber halt wieder nicht, weißt du? Und jetzt, genau, jetzt kommt's noch allein, jetzt brauchen wir es wieder nicht. Ja, das ist so eine Sache. Jetzt kommt's, da brauchen wir es wieder nicht mehr, ne? So, ich sehe, wir haben, Alter, wir haben 13 Broken Iron. Heftig. So, wir haben hier zwei Eimer. Okay, nice. Einen tue ich sicherheitshalber zurück in unsere Vorratskiste. Mhm. Und dann haben wir das. Und ja, dann fange ich jetzt erstmal an, verschiedenste Sachen zu machen. Zack, zack. So, ich habe jetzt richtig viel Zeug von allem möglichen im Inventar. Aber zuallererst brauche ich Slabs. Und zwar Stone Slabs, weil... Ich mache noch schnell meinen Hammer fertig. Der hat noch 23 Aufladung. Und dann gehe ich nochmal 7. Achso, kannst du mir ein paar Cobblestone abbauen und nicht Gravel? Ja, kann ich auch. Weil ich brauche noch ein bisschen Platz, damit ich hier, zack. Wie viele brauchst du denn? Ja, so 9 schätze ich realistisch ein. Ich glaube, ich kriege nur 8 zusammen, weil mein Spitzhacke nur so viel hat. 4. Ah, ich habe ihm eine neue Spitzhacke nicht gegeben. Ich habe ihm meine Tinker's Construct Spitzhacke nämlich hingeworfen. Ah, da, ja, ich mache die Holzspitzhacke kurz weg. 2, zack. 1 noch. Oh, was ist da passiert? Achso, der hat den ganzen Block dahin gesetzt, okay. Ist da jetzt einer drunter? Nee. Hä? Ist eine optische Täuschung. Setzt doch gar keine ganzen Blöcke. Irgendwie merkwürdig, aber nun gut. Auf jeden Fall, hier würde das Wasser wieder reinfließen. Das heißt, ich kann mir jetzt ausruhen, entweder ich setze das Wasser hier hin und es fließt in die Richtung oder dahin in die Richtung. Und da ich das Wasser nicht sehen möchte, ich glaube, das reicht, dass du gefarmt hast. Ja. Dann können wir gleich wenigstens beide parallel farmen und ich glaube, das ist schöner. Vor allem effektiver. Cool wäre es halt, wenn wir noch 2 Siebe hätten dann. Nee, 1 reicht ja wegen Automatisieren und so. Aber ja, halt beide, weißt, dass wir die Automat, ich will Goldohr haben. Wenn wir das haben, das ist die Krönung. Und ab da geht es ja schon richtig geil voran. Ja. Ab da gibt es kein langsames Gedaddel mehr. Nö, da gehst du hin, gehst in die Kiste, holst dir das Zeug und wenn halt zwischen 2 Folgen mal kurz wartest oder so, dann kannst du zurückgehen, dass du mit der Kiste. Ah, wobei, der Server ist ja nicht anders, haben wir extra gesagt. Ja, 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 ja. Ich meine jetzt nur, wenn wir da drauf sind. Aber es stimmt, trotzdem, du, die Folgen laufen weiter, du kümmerst dich nicht darum und auf einmal, zack, kommt es. Komm, und jetzt kann ich den ja auch schon abbauen. Jo. Wenn ich den hier abbaue, zack, kommt direkt wieder. Oh, das läuft doch gut. So, haben wir noch eine Ladung? Richtig gut. So, ist das gut? Ich habe 57 Gravel und ich will jetzt nicht wissen, was da ist. Vor allem, jetzt kannst du dich in die Mitte stellen und musst nicht immer warten, bis das respawnt, sondern du baust links und rechts ab, ja. Kannst du jetzt machen, wo ich gerade weg bin. Ja, ich bin gerade dabei. Alter, man kriegt ja sauschnell das Zeug, ne? Ja. Ist ja der Wahnsinn.
So, 1-2 will ich noch haben an Cobblestone, aber wir haben echt gar keinen Cobblestone. Und nicht, dass wir irgendwann keine Spitzhacke mehr haben. Aber das ist jetzt bei Tinkers Construct auch egal, weil mit meiner Spitzhacke, selbst wenn ich keine Haltbarkeit mehr hatte, ich repariere halt nur mit Flint. Ich brauche halt nichts anderes mehr und Flint kriegen wir aus Gravel. Ich kann dir zuschauen, weiß, von hier aus. Man ist prinzipiell nicht mehr gezwungen, Hups. Das halt abzubauen. Weißt du, was ich meine? Hm? Man ist halt prinzipiell auch nicht mehr gezwungen, Cobblestone als Reserve dazulassen. So, das Ding ist, wenn du gedrückt, Rechtsstick gedrückt hältst, ist es langsamer, als wenn du ganz schnell drückst. Ja, ich weiß, aber das ganz schnell drücken ist anstrengend. Ja, super anstrengend, aber ich mach's trotzdem. Jetzt ein Clickboard rausholen. Oh, ich hab, glaube ich, sogar einen drauf. Ja, so, ich habe noch nie so ein Ding gehabt. Warte. Sind die überhaupt seriös? Kann man die überhaupt verwenden? Es gibt einen, warte, ich öffne den gerade mal. Und ich hoffe mal, Options, Clicking, Options, Maus, Right-Click. Okay, und ich drücke F8 und sobald ich F8 drücke, drückt er, guck dir das an, wie schnell! Ja. Drückt er an der Geschwindigkeit. Und dann muss ich wieder F8 drücken, ich kann mich auch nicht bewegen in der Zeit, weil er freest. Dann packt der ernsthaft jetzt einen Klickboden aus. Ist das chillig? Oh Gott. Okay, das ist echt ein bisschen gecheatet, ich mach's wieder aus, weil... Ich will mir das selbst erarbeiten, das ist ja fies. Ich hab Lapis, es geht aber auch nicht wirklich schneller, finde ich, eigentlich. Ja, nee, es geht wirklich nicht unbedingt schneller. Du kriegst das ganze Zeug, weil du oben drauf stehst. Ja. Ich habe meinen Lapis noch eingesetzt. Ich tue alles in die Kiste rein. Sehen wir dann gleich. Jetzt nur das Klicken. Lapis habe ich noch eins bekommen. Jede Menge andere Erze noch. 4 Kohle. 8 Flint nochmal. Cool. Schau mal, was du gekriegt hast. Ob du Gold. Wir brauchen nämlich. Achso, und was wir noch genau brauchen. Deswegen. Ich komme alles mal weiter. Wir brauchen Redstone. Wir haben schon zweimal Redstone, Broken Gold. Ja, wir brauchen aber. Nee, haben wir nicht. Wir haben zweimal Broken Gold. Haben wir Redstone schon? Nein. Redstone kriegst du ja, indem du Sand machst, oder? Das ist es. Deswegen, ich mache die anderen Sachen. Und du machst. Gravel und so. Jojo, klar. Bin auf dem Weg. Gibt jede Menge Erze. Und das hier war Nickel. Boah, wie viele hast du denn noch, Mensch? Ich hab noch 26 übrig. Ich hab fast einen Stack geholt. What the f... Holy crap. Jo, wird dann gleich richtig übertrieben. Ja gut, dann mache ich jetzt hier mal weiter. Dann fahren wir mir noch ein bisschen Gravel, weil dann mache ich mir mehr Dust. Dann mache ich gleich auch so einen halben Stack Dust. Dann müssen wir nicht... Ich dachte, ich mache jetzt exakt genau so viel, bis wir... Wir brauchen, glaube ich, 2 Redstone, 1 Gold, 2 Eisen. Und das war's. Und der Rest ist Holz und Stein. Ja. Ich will jetzt überlegen, wo es sich eher lohnt. Eher an dem. Ich glaube, eher an dem Sieb hier lohnt sich eher, glaub, weil es das. Es lohnt sich eher an dem Sieb, weil Cobblestone kriegen wir so schnell beide. Und das macht auch irgendwie mehr Spaß als zu sieben, finde ich. Geht, weil beim Sieben ist halt der Reiz daran, es kann jederzeit was Gutes rausbauen. Must drop dieses Mal. Oh, nichts. Stimmt. Dann wäre es besser, Cobblestone abbauen, weil, wenn was aus dem Sieb verloren geht, wir haben ja noch keinen Hopper. Ja. Nee, der Auto, ach nee, stimmt, der Autonomous Activator, der sammelt es nicht auf. Richtig, der baut es nur ab. Und genau, da, deswegen, wenn er den Stein abbaut... Wir müssen sowieso später mehrere Autonomous Activator haben, weil wir brauchen einen, welcher dann später Gravel noch klein macht, welcher Sand noch klein macht. Wir brauchen richtig viele Sachen. Wir können ja unter dem Block, wo der Stein bei dem Cobblestone Razor zerplatzt, einen Hopper einfach hinbauen und den Autonomous Activator einfach nach vorstellen, dass er Richtung Stein zeigt. Und der Steinblock wird einfach immer runterfallen in den Hopper rein. Ja, der Stein, der fällt ja immer relativ zuverlässig, ne? Ja, es geht. Manchmal fällt er halt wieder in die Lava mit rein, aber... Aber das ist ja dann egal. Ja. Ich glaube, wenn man ihn wirklich da drunter setzt, dann wird er direkt zuverlässig aufgesammelt. Ja, ich denk's mal schon. Du kannst ja dann gleich eine Kiste neben den Hopper dann machen. Du brauchst ja nur Hopper-Kiste daneben, zack, fertig. So, ich habe hier alles in die Kiste reingetan. Ne? Es ist leider kein weiteres Gold mit rausgekommen. Aber wir haben 22 Broken Eisen. Ah? Guck dir das an! Was ich gekriegt habe. Nee, ich kann's nicht sehen. Wir kriegen aus hier... Pulverized Iron Ore, Pulverized Lead Ore. Powdered. Irgendwelche Powdered Sachen. Ich habe Certus Quarz gekriegt, Skystone Dust. Verrückt. Ich dachte, man kriegt die Erze nur aus Gravel. Aber offenbar kriegt man doch Erze. Aber werden die auch, ich schau mal kurz im Rezept, ich hab werden Iron die auch Ore Gravel. 1 zu 4 hochgecraftet? So wie die anderen? Ja, die werden auch zu 4 hochgecraftet. Okay, dann macht es mehr Sinn, Dust zu zercraften. Weil aus Dust kriegen wir wenigstens noch andere Sachen. Ich hab 5 Eisen. 5 Eisen? Jupp. Alter, wir brauchen jetzt nur unbedingt noch Gold. Das war's. Das war's, nur noch Gold. Aluminium. Ich nehme alles, was wir 4 von haben oder mehr, vercrafte ich mal. Okay, genau. Mach das mal. So, und dann haben wir da. Aber guck mal, wir haben noch kein einziges Redstone. Kriegen wir Redstone wirklich da draus? Stell dir mal vor, was eine Folter das wäre, wenn wir das jetzt noch auf die alte Methode machen müssten mit. Also Erde dem, wie viel Cobblestone wir hätten fahren müssen, ne? Das hätte unfassbar lang gedauert. Da sieht man schon, man kommt halt wirklich voran.
Und, was ganz wichtig ist, wir haben offiziell das Wood Age verlassen, mein Lieber. Ja. Denn ich habe mir ein Tinker's Construct Tool gemacht. Das heißt, der letzte Haken kann hier gemacht werden und wir sind im Stone Age. Yeah. Das Steinzeitalter. Okay, ich habe komische Sachen. Komische Sachen? Wir haben 4 Powdered Aluminium, das ist cool. Aber prinzipiell, uns fehlt halt noch Gold, ne? Mhm. Dann würde ich sagen, crafte ich schon mal so weit, wie ich kann. Die Folge ist an der Stelle auch übrigens schon vorbei, ne? Wir haben Ui. 15 Minuten rum. Das war jetzt echt der Drama, ne? Jo. dann wäre es das auch schon gewesen an dieser Stelle, ne? Also es kommt zügig voran, wir sammeln Schätze. So langsam gucke ich mal die Kiste an, das haben wir alles nur in der Folge gemacht. 5 Eisen, Dia. Und ich sehe gerade, man kann nämlich bei nachgucken, wie das Rezept ist. Wir kriegen tatsächlich Redstone aus Dust mit einer Drop-Chance von, ey, von 13%. Ach, das geht ja noch. Ist ein Enderman hier unterwegs. Hey, wo ist der hin? Der stirbt jetzt hier gleich irgendwo, wette ich. Oh, ich hab den noch gerade geschlagen. Ja, der kann halt nur da sich hin teleportieren, wo auch eine Spawnfläche ist. Und deswegen wird er irgendwo hier landen. So, und da hier regnet es ja überall. Ja, vielleicht ist er aber einfach instant jetzt gestorben hier hinten und vielleicht hier noch irgendwo eine Perle rum. Ne? Ich glaube nicht. Das könnte sein. Also Leute, wir sehen uns definitiv in der nächsten Folge. Da geht's nochmal heiß zur Sache. Unsere erste wirkliche Maschine, die selbstständig arbeitet. Geil. Genau. Das ist geil. Hammer. Gut, so, dann machen wir hier Schluss. Wir sehen uns demnächst. Lasst krachen, bis dahin. Und tschüss. Ciao, ciao.